25 Jahre Mauerfall, 9. November, und wir senden 25 Stunden lang. Und ich habe mir Gäste eingeladen, die mir ihre Geschichte erzählen und Ihnen natürlich zu Hause auch. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er war nämlich am 9. November morgens noch nicht in der DDR und am Nachmittag war er wieder hier. Und warum, wieso, weshalb, das kam, das will ich bereden mit Dr. Philipp Lengsfeld. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Sie sind heute CDU-Bundestagsabgeordneter, aber am 8. November, einen Tag vor Mauerfall, waren Sie noch Exilant. Absolut richtig. Ich war in England, ohne Zukunft in der DDR. Wir sind im September 1988 von der erweiterten Oberschule verwiesen worden, relegiert worden, ich und andere Schüler, die sogenannte Ossietzky-Schulaffäre. Wir hatten dann keine Zukunft in der DDR mehr, nicht nur in dieser Schule. Die müssen wir erst mal erzählen, diese Ossietzky-Affäre. Ja, sagen wir gleich. Aber ich sag mal, keine Zukunft in der DDR, weil kein Abitur, kein Studium, keine Zukunftsperspektive. Und ich bin dann zu meiner Mutter nach England gegangen, die mit ihrer eigenen Geschichte im selben Jahr 1988 in den Westen gekommen ist, über den Umweg Gefangenschaft in Hohenschönhausen. Eine verrückte Geschichte. Sie war in England, damit hatte ich als einziger von uns verurteilten Schülern eine Perspektive außerhalb der DDR. Ich wollte gar nicht weg, aber es ging dann gar nicht anders. Das erzählen Sie mal ein bisschen genauer. Ihre Mutter war Vera Lengsfeld, richtig, wurde dann später 15 Jahre Bundestagsabgeordnete und wurde ohne ihren Sohn. Damals waren Sie wie alt? Nur 16,5. Ich war 16,5. Aber mitten in den 10. Klasse Abschlussprüfung. Ja. Das war die wichtigste Prüfung in der DDR. Das war der Schulabschluss nach 10 Jahren Einheitsschule. Und meine Mutter sollte ja auch nur temporär wechseln. Aber sie wurde erstmal aus der DDR rausgeschmissen. Mit DDR-Pass aber, genau. Ja, das mit DDR-Pass nach England. Das war die Luxemburg-Liebknecht-Affäre, die berühmte Demonstration, wo die SED und die Staatssicherheit versucht haben, die Opposition mehr oder weniger kaputt zu machen, die führenden Köpfe ins Gefängnis zu werfen. Dann gab es große Proteste. Meine Mutter ist verurteilt worden und ist dann aber aufgrund der Proteste und damit die Staatsführung Ruhe hat, mit DDR-Pass für nominell, ich glaube, 1,5 Jahre nach England entlassen worden. Wollte sie auch nicht? Naja, also ich glaube, sie wollte nicht im Gefängnis bleiben. Sie ist ja zu 6 Monaten wegen versuchter Zusammenrottung verurteilt worden. Und die Alternative 6 Monate DDR-Gefängnis oder 1,5 Jahre Studienaufenthalt in England, ich glaube, das ist jetzt eine Entscheidung, da würde auch der eine oder andere von uns sagen, da muss man nicht im Gefängnis bleiben. Ich selber war jetzt in einer speziellen Situation. Darf ich noch mal sagen? Die Geschichte mit ihrer Mutter, mit Tatbestand war Aufruhr. Versuchte Zusammenrottung. Wegen Teilnahme an einer staatlichen Demonstration, so ist es dann gedeichselt worden. Das ist dann der Rechtsstaat DDR gewesen. Ja? Wenn immer gesagt wird, wir hatten ja Gesetze. Stand da genau, in der Verfassung, dass sie... Die SED hatte Gesetze und nach den Gesetzen konnte eine Mutter von 3 Kindern, die an einer staatlichen Demonstration mit eigenem Transparent teilgenommen hat, zu 6 Monaten wegen versuchter Zusammenrottung verurteilt werden. Das war Recht in der DDR. So, und dann war plötzlich ihre Mutter weg und Sie saßen alleine zu Hause. Naja, allein zu Hause nicht. Also es war ja temporär und ich war mitten in den Abschlussprüfungen. Das war der wichtigste Meilenstein in der Schulkarriere in der DDR. Und wir konnten es ja ein Stück weit raushandeln. Meine Mutter hat rausgehandelt, ich darf nicht entscheiden, ob ich sozusagen mitten aus der Schule rausgehe oder in der Schule bleibe und dann auch mit der Perspektive Abitur. Ja. Und wir hatten dann Freunde, die uns in die Wohnung gezogen sind. Also ich war nicht alleine. Aber wahrscheinlich mit der Auflage, bloß kein Wort. Und kein Transparent und keine Demonstration mehr. Naja, also ich war ja 16,5, das wäre mir eigentlich normalerweise sowieso nicht eingefallen. Andererseits waren wir kritisch und es war eben auch 88, Gorbatschow, es roch ja nach Veränderung. Und dass die SED und insbesondere die Honeckers und die oberste Führung sozusagen aus Gorbatschow die Schlussfolgerung gezogen haben, wir müssen jetzt noch härter, noch engstirniger, noch kleinkarierter agieren. Das hat man ja im Laufe des Jahres 88 erst schmerzlich begriffen. Und wir waren eben eine der vielen, die diese Repressalien trafen. Später ist ja dann der Sputnik verboten worden und die russischen Filme. Das war ja ein richtiges Rollback. Sie haben ja versucht, sozusagen den Deckel wieder auf dem Topf festzunageln. Und wie ging das denn weiter? Sie haben dann Ihre Prüfung gemacht und dann stand die Stasi vor der Tür und sagte, Nee, die Staatssicherheit hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist ja auch so eine SED-Legende, dass alles die Staatssicherheit gemacht hat. Also die Staatssicherheit hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir hatten die 10. Klasse im Sommer 88 und sind dann nach dem DDR-Schulsystem
gewechselt an die erweiterte Oberschule, also die Elite-Schule, die Spezialschule, wo nur ganz wenige Leute hin durften, wo wir jahrelang darauf hingearbeitet haben. Und da kamen wir im Anfang September 88 an, 11. Klasse, 16,5. Und ehrlich gesagt, wir hatten genug von der Gängelei, von dieser permanenten Bevormundung, vor diesen Lügen, vor der Geschichtsklitterung, vor der ganzen Verlogenheit, auch dieses Militär, dieses Militarisierte, was wird ja heute immer gern vergessen. Linkspartei ist ja der größte Friedensengel, den wir kennen. Dabei war die DDR ein durch und durch militarisierter Staat. Ja? Die NVA, ihre Militärparaden, das ist ganze Zeugs. Und wir haben eben als Schüler dann in der EOS die Gelegenheit ergriffen, da gab es so eine Wandzeitung, die nannte sich Speaker's Corner, da wurden wir aufgefordert, auch unsere Meinung zu sagen, und das haben wir dann auch gemacht und haben eben zum Beispiel die Militärparade am 7. Oktober, die eben auf dem Tagesplan stand, kritisiert. Es gab dann noch ein, zwei andere Artikel, und das wurde dann von der Schulleitung schon als gefährliche Gruppenbildung gesehen, und die haben das dann weitergemeldet an die nächsthöhere Stelle. Und die hat das immer gerufen, zitiert? Das war hat gesagt, Philipp Lenz, absolut. Pass mal es auf, gab, was du da es machst. Gab in mehreren Stufen sozusagen eine Eskalation, und dann war eigentlich, wollte die Schule eigentlich die Sache beenden. Wir hatten uns sozusagen einbestellt, die haben uns klar sozusagen die Meinung gesagt, die haben auch die Eltern von allen Schülern, die da so involviert waren, unter Druck gesetzt. Und eigentlich war die Sache erledigt. Nur über die Berichterstattung, und das war jetzt auch nicht Stadtsicherheit, sondern die regulären Berichte vom Schulleiter an die, an die Kreisschuldirektion, ging es hoch bis zu Frau Honecker. Und die hat entschieden, sie will hier damals ein Exempel. Volksbildungsministerin. Genau. Und Hauptquartier in Unter den Linden 71, jetzt Liegenschaft des Deutschen Bundestages. Das ist für mich immer eine kleine Genugtuung. Sitzen Sie zu Frau Honecker hat dann. Ich sitze in einem Nachbarhaus, aber im gleichen Objekt. Das wäre ja nur Ironie der Geschichte gewesen. Hat sie dann persönlich entschieden, ganz ähnlich wie die gesamte Linie der Parteiführung damals, Repression, wir statuieren ein Exempel, und hat eben vier Schüler der Schule verwiesen, vier andere haben schwere Schulstrafen erlitten, also ein Gesamtpaket von Repression, was die, nicht nur die Schule, sondern auch jeden anderen, der das gehört hat, in wirklich blank entsetzt hat. Es gab eine riesen Protestwelle innerhalb der DDR, außerhalb der DDR, Westberlin. Viele linke Gewerkschafter, Lehrer haben gesagt, also das reicht uns jetzt. Ja? Wir haben immer die DDR so ein bisschen in Schutz genommen, ein Teil von denen. Aber das ist jetzt genug, wenn jetzt hier Schüler in der 11. Klasse so gemaßregelt werden. Die Details waren ja auch ziemlich unangenehm. Wie war das bei Ihnen ganz persönlich? Wie haben Sie erfahren? Kriegten Sie einen Brief? Oder nein, Sie wir sind, nein, das war noch viel perfider. Und auch das ist alles von oben festgelegt worden. Wir sind am Vorabend unseres Schulrausschmisses aus der FDJ rausgeschmissen worden. Dazu musste unsere Klasse uns ausschließen. Da haben die also die ganzen Mitschüler einzeln unter Druck gesetzt und gesagt, hier, du willst ja noch studieren, du willst ja vielleicht mal Arzt werden, du willst, aus dir soll noch was werden. Also stimme mal gegen Lenzfeld oder stimme gegen die anderen Schüler, die sich hier unbotmäßig verhalten haben. Das war der Vorabend, und am Tag selber, am 30. September 1988, gab es eine Vollversammlung an der Schule früh morgens. Und vor versammelter Mannschaft hat uns der Direktor einzeln vor die versammelte Vollversammlung der Schule zitiert. Einzeln kurze Anklageschrift, Urteil, Relegation von der Schule, sofortiges Hausverbot, und hat uns dann einzeln aus der Schule raus expedieren lassen. Die hatten dann so eine schöne Kette, auch nicht Stadtsicherheit, sondern die Lehrer und ihre Helfer. Die mussten ja mitmachen, aber muss man jetzt auch mal zur Legendenbildung, also um die Legendenbildung da ein bisschen einzudämmen. Das waren alles die Verantwortlichen in der Schule und alles, was da drumherum war. Die haben uns dann in so einer kleinen Kette vor die Schule expediert, und da haben wir uns dann gesammelt. Was und da war dann praktisch. Wissen Sie das noch? Das muss doch traumatisch für Sie sein. Naja, das ist natürlich ein Rieseneinschnitt im Leben. Man steht plötzlich da oder sitzt. Wir saßen ja auf den Stufen der Schule und hat eigentlich keine Zukunft. Man hat also plötzlich kein Abitur, nicht nur Abitur an dieser Schule nicht, sondern in keiner anderen Schule der DDR, kein Studium. Mutter in England. Ja gut, das war ja dann sozusagen mein spezieller Weg. Das war ja schon fast wieder ein Hoffnungsschimmer. Mhm. Für die anderen war es ja eigentlich noch furchtbar, weil die hatten ja gar keine Perspektive. Mhm. Ich wollte aber eigentlich auch nicht weg. Na, wir wollten ja alle nicht weg. Wobei es im Nachgang, muss ich auch ehrlich sagen, auch ein Stück weit diese Demagogie und diese Gehirnwäsche in der DDR war, dass man immer gesagt hat, man darf nicht weggehen. Warum eigentlich nicht?
warum kann man nicht auch mal ein, zwei Jahre in einem anderen Land leben? Ist eigentlich eine selbstverständliche Geschichte, würde man heute eher sagen, aus Karrieregründen ist sogar zu empfehlen. Dass man mal ein Erasmus-Programm. Dass man mal rausgeht, dass man mal ein anderes Land sieht, damals total tabuisiert. Weil dieses spezielle DDR-Gefühl eben auch nur in dieser Zwanghaftigkeit zu denken war. Sobald man rauskommt, hat man sich gesagt, was ist das für eine absurde Vorstellung? Was ist das für ein absurdes System, wo eine Partei darüber bestimmt, ob man Abitur machen darf oder nicht? Ja? Das ist verrückt. Nun sitzen Sie da auf den Stufen, das geht Ihnen durch den Kopf, Sie sind 16,5. Was macht man dann? Na gut, also dann kam relativ schnell, meine Mutter hatte dann gesagt, wir waren ja immer in Kontakt, hat dann gesagt, okay, also du wolltest da bleiben, um die Prüfung zu machen, um Abitur zu machen, jetzt kannst du kein Abitur machen, jetzt ist Schluss, jetzt kommst du rüber nach England. Das klingt heute so einfach. Es war aber in dem Fall auch tatsächlich so einfach, weil es genau ähnlich wie bei meiner Mutter, ist ja die Staatsmacht hat es ja vollkommen unterschätzt. Es gab Riesenproteste in den Kirchen, in den Universitäten, in anderen Schulen. Die Frau Honecker, habe ich dann später gelesen, hatte eine Landkarte der DDR, wo sie mit kleinen Fähnchen markiert hat, wo es Proteste zur Ossietzky-Schule gab. Wie in so einem, tolle Geschichte von Dr. Philipp Lengsfeld, der ist heute Bundestagsabgeordneter. Und jetzt ist er erst mal 1988, ein Jahr vom Mauerfall, von der Schule geflogen und dann sitzt er auf den Schulstufen und hat nur noch eine Chance, nämlich zu seiner Mutter, die auch schon ausgewiesen worden war, wäre längst mal nach England zu kommen. Wie das geschah und wie er dann zurückkam in die DDR, das erzählen wir gleich in unserer Sendung 25 Jahre Mauerfall, 25 Stunden Mauerfallgespräche bei TV Berlin. Bleiben Sie also dran, bis gleich.